Promigeflüster heute in Reutlingen unterwegs. Mein heutiger Interviewgast hat mich in Reutlingen besucht. Und wenn man jetzt den Namen nennt, also ich sage mal, vielen wird er jetzt vielleicht noch nichts sagen, aber das wird sich ändern, denn wir geben natürlich auch immer wieder jungen Leuten, neuen Leuten eine Chance. Er ist im Musikbereich zu Hause, im, ja, sage ich jetzt mal, Pop-Rock-Bereich, und sein Name Patrick Noé. Und ich sage mal, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Morgen, hi. Genau, guten Morgen. Wir haben uns am Vormittag hier verabredet. Richtig. Rock, Pop ist, glaube ich, deine Richtung. Das habe ich, glaube ich, richtig so mal eingeordnet, oder? Alles, eigentlich alles, was Spaß macht. Ich bin mittlerweile 41 Jahre alt und da sind die Einflüsse doch ein bisschen breiter. Also alles Mögliche, was Spaß macht. Auch Elektro-Einflüsse, poppig, rockig einfach, ja. Wie gesagt, alles, was Spaß macht. Genau. Also Leute, die jetzt bei YouTube zuschauen, die können da mal hier in unserer Infokarte mal draufklicken. Da werden wir mal das eine oder andere Video noch verlinken, dass man mal ein bisschen mitbekommt, was der Patrick macht. Und zu Hause bist du auch in Baden-Württemberg, im nördlichen Teil. Ja, ich bin aufgewachsen in Limbach, in der Nähe von Moosbach, so grob zwischen Stuttgart und Frankfurt, genau zwischendrin. Und ja, da bin ich aufgewachsen, habe meine Jugend, meine Kindheit verbracht und dann irgendwann zur Musik gefunden. Und ja, wohne ich bis heute glücklich. Sehr gut, sehr gut. Und die Musik, wie lange bist du jetzt schon als Musiker so, ich sage jetzt mal, eher im professionellen Bereich unterwegs? Professionell, ja. Es hat alles irgendwie angefangen mit einer Hochzeit, wo ich gesungen habe, ja. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass es den Leuten gefällt, was ich mache. Wusste erst nicht, warum. Und dann bin ich ins Cover-Business eingestiegen, habe eine regionale Band gesucht. Da haben wir alle Sportfeste und alles Mögliche gespielt. Und dann bin ich irgendwann von Band zu Band gereicht worden, in ganz Deutschland unterwegs. Habe dann angefangen, parallel Songs zu schreiben. Und Himmel war tatsächlich die erste eigene Nummer, die wir dann produziert haben. Und sind dann schlagartig beim Management der Van der Veer gelandet. Und ab diesem Moment war es für mich dann professionell und hat die Messlatte gefühlt für mich selbst ein bisschen höher gelegt. Ja. Sehr gut. Also da bist du dann doch schon in guten Händen, sage ich jetzt mal, wenn man es da zu den Van der Veer schafft. Also dass man mit denen in einem Boot vom Management ist. Gratulation. Hast du mit denen dann persönlich auch schon irgendwas gemeinsam gemacht? Nee, klar hat man sich mal kennengelernt, aber wie gesagt, Himmel war die erste eigene Nummer und dann waren wir bei Bär und haben Himmel gemeinsam veröffentlicht und dann war so ein bisschen Himmel, dann die Akustikversion, dann viele Radiotermine und Interviews und dann hieß es, okay, jetzt brauchen wir neue Songs. Mhm. Und dann, wie gesagt, wir hatten zwei, drei Dinge in der Schublade und dann haben wir uns ein Jahr in den Keller gesetzt und haben Songs geschrieben und immer wieder mit Bär in Kontakt und getroffen und vorgestellt. Und jetzt sind wir so weit, dass wir dieses Jahr anfangen, intensiv rauszugehen, die Songs zu spielen, wollen Song für Song veröffentlichen, weil ja heutzutage keiner mehr auf ein Album wartet. Haben wir gesagt, okay, wir verfolgen die Strategie, wir machen Song für Song und gehen jetzt raus und spielen kräftig. Sehr schön. Und ich glaube, es gibt sogar einen zweiten Titel schon oder eine zweite CD, was ich auf Spotify mal so spontan schon gesehen habe. Das ist der Nachfolgesong schon oder war der davor? Nee, also Himmel war der erste Song und dann kam Ein Mann, ein Wort, auch bei YouTube zu finden. Und es war jetzt die zweite Single und jetzt sind wir gerade an den nächsten Songs. Also sind alle in der Schublade jetzt, sind soweit fertig, müssen ein bisschen überarbeitet werden, aber da kommt noch einiges. Kommt noch einiges. Also 2020 kann man von Patrick Noé bestimmt noch einiges erwarten. Mit Sicherheit, ja. Also dein Jahr kann man sagen, oder? Ich hoffe es. Im Musikbusiness ist alles ein bisschen langsamer. Teils. Manchmal kann es dann aber auch spontan, wenn man es gar nicht erwartet, auf einmal über Nacht durchschlagen. Ne? Das geht auch. Ja, hat man schon oft gesehen, aber es wird halt immer mehr. Also immer mit Musik überschüttet und für mich ist ganz wichtig, dass es nachhaltig ist. Also ich möchte nicht schnell, sondern ich möchte meinen Song eine schöne Fanbase aufbauen und da, wenn es geht, noch so lange wie möglich Musik machen. Ja, das wünscht man natürlich. Und dann natürlich sind es die Live-Auftritte, glaube ich, heutzutage, die ganz, ganz enorm wichtig geworden sind. Nur dadurch kriegt man eine Fanbase zustande und die anderen Sachen, Social Media, das kommt dann im Nachhinein. Ja, also wie gesagt, der Plan ist klar, Social Media muss
heutzutage und Songs veröffentlichen, muss man auch. Aber der Fokus liegt jetzt natürlich auf Live-Spielen. Wir haben jetzt am 15.03. spielen wir sozusagen ein großes Heimspiel bei mir in Limbach. Da machen wir ein Benefizkonzert für den örtlichen Kindergarten und werden da zum ersten Mal die Songs akustisch spielen und auch mit ein bisschen Überraschungsgästen dabei. Und dann sind wir in Hamburg für einen Auftritt für das 75-jährige Jubiläum von der Schule. Und dann haben wir im Juli haben wir das Haigern Live, spielen wir sonntags, nachmittags um 16 Uhr. Aber da kommt noch einiges. Da kommt noch einiges. Und wenn man die ganzen Termine jetzt irgendwo nochmal nachlesen möchte, wo kann man da was finden? Homepage, wo bist du aufgestellt? Ja, die findet man demnächst bei Facebook, wenn wir es veröffentlichen, natürlich auf der Homepage auf www.patricknoe.de. Sehr gut, also da kann man alle Termine finden und wo der Patrick so unterwegs ist. Und natürlich Spotify, die ist er auch vertreten, kann man seine Songs hören. Also von daher rege Gebrauch machen und wir unterstützen ihn hier mit Promi-Geflüster natürlich auch, das ist ganz klar. Wenn natürlich noch mehr mal draußen ist, dann so ein richtig großes, weiß nicht, Album geplant oder, wie du sagtest vorhin, eher weniger, lieber Stück für Stück? Es, wie gesagt, gefühlt für mich wartet niemand mehr auf ein Album. Natürlich ist es vom Musiker und Sänger ein Traum, ein Album zu veröffentlichen. Und da arbeiten wir auch dran, aber jetzt erstmal Fokus auf Song für Song und ja, diese bei Spotify zu veröffentlichen und dann eine Fanbase aufbauen. Sehr gut, das klingt alles super toll. Was wünschst du dir so jetzt grundsätzlich für die Zukunft? Wo siehst du dich dann, wenn du deinen Werdegang jetzt so mal vielleicht schon verfolgst? Ja, ich sehe mich ganz einfach da, dass ich einfach kontinuierlich eine Fanbase, wie gesagt, aufbaue und einfach schöne Konzerte spiele. Die natürlich so groß wie es geht, mit so vielen Fans wie es geht und ja, einfach noch jahrelang Musik machen. Sehr gut, das wünschen wir dir natürlich auch. Und ich sag mal schon mal herzlichen Dank, dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Was müssen wir noch wissen über dich? Was kann man den Fans noch mitteilen? Oh, das ist immer schwer. Was muss man noch wissen über mich? Ja, wenn ihr vorbeikommt bei den Konzerten, habt ihr viel Spaß. Es ist immer recht witzig mit einer tollen Truppe, tolle Jungs dabei. Und ja, schaut einfach mal vorbei. Schaut bei Facebook vorbei. Schaut regelmäßig bei Promiflüster vorbei und ja, da gibt es bestimmt immer wieder was Neues von mir zu hören und zu sehen und ja, würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns recht, recht bald wieder. Viel Erfolg mit der Musik und wie gesagt, in diesem Sinne, macht's gut, liebe Freunde. Schlusswort von dir jetzt in die Kamera. Hey, Fans von Promigeflüster, dank dir, Frank, für die Einladung. Wir bleiben in Kontakt, schaut euch meine Videos an. Und wie man schon so schön sagt, stay tuned. Bis bald. Ciao.